Ja, die deutsche Wirtschaft kriselt weiter. Nach Angaben des IFO-Instituts ist der deutsche Geschäftsklimaindex von 86,6 Punkten im August auf 85,4 Punkten im September gesunken. Zum vierten Mal in Folge. Die deutsche Volkswirtschaft bleibt in der Schwäche gefangen. Die vorsichtigen Erholungssignale, die vor einigen Monaten auszumachen waren, haben sich nicht verfestigt. Es sind vor allem strukturelle Probleme, die der noch immer relativ stark auf das verarbeitende Gewerbe ausgerichteten deutschen Wirtschaft zusetzen. Hinzu kommt, dass die für die deutsche Wirtschaft bedeutenden energieintensiven Industriezweige wie der Maschinenbau und die Automobilindustrie nicht nur mit hohen Energiekosten konfrontiert sind, sondern auch mit zunehmender internationaler Konkurrenz und der Notwendigkeit umfassender Umstrukturierungen. In dieser Gemengelage dürfte sich Deutschland vorerst schwer tun, einen Aufschwung zu etablieren, der diesen Namen verdient. Auch der Einkaufsmanagerindex für die Industrie- und Dienstleister umfassende Privatwirtschaft sank nach Angaben des Finanzdienstleisters S&P Global auf 47,2 Punkte. Von einem Wirtschaftswachstum kann man übrigens erst ab 50 Punkten sprechen. Das Industriebarometer sank auf 40,3 Punkte von 42,4 im August. Und über die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland und die Zusammenhänge mit der Politik der Bundesregierung sprachen wir mit unserem Korrespondenten Roman Siskin. Also die wirtschaftlichen Probleme sind natürlich auf sehr viele Faktoren zurückzuführen. Es gibt nicht das eine Problem oder es gibt auch nicht die eine Lösung. Natürlich gibt es im Moment tektonische Verschiebungen, politischer, aber auch wirtschaftlicher Natur. Und damit haben die Volkswirtschaften weltweit zu kämpfen. Doch die Europäische Union im Allgemeinen und vor allem Deutschland im Spezifischen kommt nur schlecht mit diesen Herausforderungen zurecht. In Deutschland schafft es die Ampelregierung schlicht und einfach nicht, Antworten auf diese Herausforderungen zu finden, Modelle zu präsentieren, Visionen zu präsentieren, Lösungen zu bieten und zu erarbeiten. Und das wird natürlich auf allen Ebenen, auf Expertenebene, aber auch auf politischer Ebene kritisiert. Die Bundesregierung hat mit einer verfehlten Energiepolitik, mit Überregulierung und mit falscher Prioritätensetzung die Zuversicht von Wirtschaft und Bürgern in Deutschland abgewürgt. Verunsicherung und Zurückhaltung bei Konsum und bei Investitionen sind die Konsequenz. Die Bundesregierung muss endlich liefern. Bezahlbare Energie, schnellere Genehmigungsverfahren, Steuersenkungen für mehr Investitionen und die Abschaffung des Bürgergelds in der heutigen Form für mehr Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. It's the economy stupid. Mit diesen geflügelten Worten hat es Bill Clinton 93 ins Weiße Haus geschafft, weil eben natürlich die wirtschaftliche Lage in den USA schlecht war, weil es dort Rezession gab. So ähnlich sieht es auch in Deutschland aus. Und natürlich hat es einerseits einen politischen Ursprung und dann als Konsequenz natürlich politische Folgen. Wir sehen, dass wenn die Wirtschaft nicht läuft, wollen die Menschen natürlich eine Änderung, wollen sie besseres Leben. Dafür sind ja die Politiker da, um vor allem auf wirtschaftliche Fragen Antworten zu finden, um die Wirtschaft des Landes aufzubauen. Denn ohne die Wirtschaft bringt die Ideologie ja wenig. Und vor allem im Osten, wo die Wirtschaft auch 30 Jahre später eher der westlichen Wirtschaft eher hinterherhängt und noch nicht so nachziehen kann, sehen wir diese Auswirkungen, dass der Lebensstandard sinkt, dass Kaufkraft auch sinkt. Das ist auch im Westen zu spüren, aber Anfang bis im Osten, weil, wie schon erwähnt, die Wirtschaft dort jetzt nicht schwächer ist, aber ein bisschen anders aufgebaut ist. Dementsprechend greifen auch die Bürger im Osten auf die sogenannten, auf die vermeintlichen Randparteien, die eben Lösungen bieten. Und wenn wir die Wahlkämpfe angucken im Osten, dann sehen wir, dass diese Herausforderungen eher bundespolitischer Natur sind. Also die sind nicht auf Landesebene zu lösen. Die Fragen sind wie stark gestiegene Energiepreise, hohe Inflation, Einbußen bei Wachstum, aber natürlich auch die Fragen der grünen Energie, der Migration, die kann ein Land schlicht und einfach nicht alleine lösen. Das muss auf bundespolitischer Ebene gelöst werden. Und dann stellen natürlich Menschen dann die Fragen, warum
ist es in Deutschland so, du hast der Autoindustrie erwähnt, warum erholt sich die europäische Automobilbranche nicht, während es in der ganzen Welt der Trends wieder klar nach oben zeigt? Warum trifft uns Europäer? Also wir sehen, dass die Deindustrialisierung der Europäischen Union keine leeren Worte mehr sind. Also die schreitet voran, die ist zu spüren. Die Menschen spüren es auch, das ist auch an der Stimmung zu sehen. Die spüren es, die sehen dann diese konkrete Zahlen und dann gibt es Auswirkungen. Diese Auswirkungen sind politischer Natur, das spiegelt sich auch in den Wahlergebnissen wider. In Thüringen ist das Wahlergebnis eine Abrechnung mit der Ampel. Die wirtschaftsfeindliche AfD wie auch die Blackbox BSW haben die größten Zuwächse bei der Thüringer Landtagswahl. Dabei muss man ja auch sagen, dass die Antworten der, ich zitiere, wirtschaftsfeindlichen AfD und des Blackbox-Bündnisses Sarah Wagenknecht wesentlich auf die wirtschaftliche Herausforderung wesentlich klarer und tiefgreifender als die Antworten der Regierung. Diplomatie und Handel statt Krieg und Kriegshandlungen, mehr außenpolitische und wirtschaftliche Souveränität gegenüber der USA. Und genau diese Schritte würden ja schon viele Probleme lösen, wenn die Politik sich eigentlich auf die eigene Probleme besinnen würde und die lösen würde, anstatt die ganze Welt retten zu wollen und irgendwie moralisch richtig, wie so verkauft wird, handeln zu wollen, aber damit die eigene Wirtschaft weiterhin zu kastrieren. Und wie schon erwähnt, die vermeintlichen Randparteien, die AfD und die BSW, die kriegen ja Zustimmung. Da kann man nicht mehr von Randparteien sprechen, wenn wir uns die Prozentzahlen angucken, die sie sammeln, auch im Osten. Es hat schon vor allem bei der AfD eine Entwicklung zur Volkspartei. Also wenn man bei 30% liegt, kann man auf gar keinen Fall von einer Randpartei sprechen. Aber da werden auch die Wähler verunglimpft, indem gesagt wird, das sind Nazis, das sind Radikale, aber auch bei den BSW, wo gesagt wird, das sind feindliche Kommunisten, obwohl es sich jetzt wenden könnte. Aber wir sehen, der Wähler wird verunglimpft, der Wähler wird schlecht gemacht, der halt einfach Lösungen haben will. Aber wenn wir uns diese Wähler angucken, und das ist ja auch kein Geheimnis mehr, sind es keine radikalen Menschen. Also zum einen sind es Studenten, zum anderen aber auch Landwirte, eine große und wichtige Gruppe in der Wirtschaft, die halt sehr vielen Problemen begegnet hat. Höhere Kosten in der Land- und Lebensmittelwirtschaft für Energie, hohe Preise für Dünger und Futtermittel. Und das sind ja auch alles der Folge der Außenpolitik, die von der Bundesregierung so gefahren wird. Und dem wollen auch die Landwirte ein Ende setzen und deswegen wählen sie so, wie die wählen. Wir Landwirte sind mit unserer wirtschaftlichen Situation unzufrieden. Die etablierten Parteien machen zu wenig für einen wettbewerbsfähigen Agrarstandort Brandenburg, besonders die Grünen. Viele landwirtschaftliche Themen sind ideologisch geprägt. Ernährung, Insektenschutz, Naturschutzpläne sind Themen, die nun mal nicht unmittelbar auf den Feldern wachsen oder in den Ställen stehen. Die Wut der Landwirte hat eine gesellschaftliche Breite erreicht. Und das trifft nicht nur auf die Menschen in Ostdeutschland oder im Osten zu. Die Bundesbürger, also die Menschen in Deutschland, wollen Neuwahlen. Die haben anscheinend genug von der Bundesregierung. Das hat eine Insum-Frage vom Ende August gezeigt. 53% der Befragten wollen vorzeitige Neuwahlen. Die wollen die Ampelregierung abwählen. Und was wir sehen, dass als Resultat, je mehr sich die Ampelregierung an dieser Macht klemmt, je mehr es deren darum geht, die Schuldigen zu finden und auf die anderen mit dem Finger zu zeigen, seien es die anderen Parteien oder auch die Wähler, desto mehr führt es dazu, dass die Menschen sich von den Altparteien abwenden und neue, auch mutigere Lösungen suchen. Und dann wird es ja ganz paradox. Wenn die Regierung sagt, es ist für euch schlecht, sie sehen die Menschen, dass die Regierung nichts Gutes für die tun kann und wollen dann das wählen, was die Regierung für schlecht erklärt. Paradoxe Situation, traurige Wahrheit für die deutsche Wirtschaft.